Und wer jetzt noch nicht alles weihnachtlich dekoriert hat, dann müsst ihr schnell zur Action gehen. Was ich halt so cool finde, hier sieht dann auch noch alles so schön gemacht aus. Ah, voll schön. Ja, wir haben ja unser Gästeklo. Die Schocke-Abteilung. Ja. Sehr schönes Regal, habe ich gerade. Hallo ihr Lieben, es ist Dezember und ich habe es euch versprochen, dass ab sofort jeden Monat ein Live-Action-Haul auf meinem Kanal online kommt. Action, wer das noch nicht kennt, das ist ein Laden, da gibt's alles mega ultra billig, aber das Sortiment wechselt sich wöchentlich, ja. Monatlich finde ich es ganz praktisch, dass ich auf jeden Fall jeden Monat euch einen neuen Action-Live-Haul hochlade, weil dann kann ich euch mehrere Sachen zeigen als wöchentlich. Also ist das auch viel Arbeit. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Format gefällt. Auch in den letzten Videos habe ich schon gesehen, euch gefällt das Format richtig, richtig gut. Deswegen mache ich das natürlich gerne. Aber gib gerne nochmal Feedback unten in den Kommentaren, ob du das gut findest, dass jeden Monat ein Action-Live-Haul kommt oder Vlog oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nehme ich euch, ich stehe schon wieder auf dem Action-Parkplatz und ich nehme euch jetzt durch den Action mit, zeige euch die neuesten Angebote, zeige auch teilweise, was ich praktisch finde, was ich schon gekauft habe und naja, eigentlich die großen, also ihr schreibt mir ja immer, welche Ecken ich dann euch noch zeigen soll. Heute kam auf jeden Fall auch, was ich im Hinterkopf habe, die Bastelecke soll ich ein bisschen langsamer und genauer mal zeigen. Das zeige ich euch natürlich. Aber ich habe auch wieder ein paar Sachen auf meinem Einkaufszettel, die ich euch dann zeigen möchte. Ja, ich wünsche euch auch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Falls du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich wahnsinnig über ein kostenloses Abo freuen. Am besten aktivierst du dann gleich noch die Glocke, so verpasst du einfach keine Videos mehr von mir. Und wie gesagt, es kommt jetzt jeden Monat ein neuer Action-Live-Haul für euch online. Also heute ist Dezember, dann im Januar, dann im Februar, dann im März, na, ihr wisst schon. Und vom November, der ist auch schon online, wenn euch das interessiert, genau. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Dann weiß ich auch, euch gefällt es. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß zum zweiten Mal. Und wir laufen jetzt in den Action rein. Ich bin total aufgeregt. Wir sind jetzt hier schon reingekommen. Das ist bei uns hier übrigens gleich der Anfang. Und da sind dann auch immer die ganzen Angebote. Was es jetzt halt die Woche als Angebot gibt. Ja. Ein süßer Tannenbaum, oder? Oh, das finde ich toll. So Kunstfell. Ich glaube, da nehme ich mal eins mit. Finde die ja voll süß, wenn man die irgendwo hinlegt. 1,22 Euro. Da packe ich gleich mal zwei ein. Finde die Farbe schön. Oder drei. 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 In der Farbe. Voll cool. 1,22 Euro. Dann gibt es zum Beispiel auch Weihnachtssocken, ne? Hier, und was ist das? Weihnachtstasche. Christmas Gift mit Deck. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich die mitnehmen soll. Diese LED-Kerzen. Finde ich auch ziemlich cool. Also auch nicht teuer, ne? Oder diese LED-Teelichter, 4 Stück für 79 Cent. Kannst du auch nichts. Schaut mal diesen riesen Weihnachtsmann an. Und was gibt es noch im Wochenangebot? Das sind halt die Sachen, wo gerade günstiger sind oder wo es sonst eigentlich nicht gibt. Also ganz unterschiedlich. Oh mein Gott. 2,39. Sehen die nicht süß aus? Soll ich da mal ein paar mitnehmen? Voll süß. Süße Puschel. Weihnachtspullis gibt es übrigens auch. Und Handschuhe. Ich glaube, zwei Paar sind das. Habe ich im Prospekt gesehen. Ja genau, zwei Paar für 98 Cent. Also Kinderhandschuhe sind das. Badebomben kommen mir eigentlich auch immer gut an. Ja. Und dann endet das die Angebotsding hier auch schon. Dann kommt jetzt hier wieder Elektronik. Aber ich glaube, die Hausschuhe muss ich mitnehmen. Die sind doch so süß. Gegenüber von den Angeboten sind dann auch die Bastelecke, die ich euch jetzt ein bisschen langsamer zeigen soll. Hat sich ganz viele von euch gewünscht. Ich versuche es mal so langsam wie möglich und immer mal wieder irgendwas zu zeigen. Ich bin ja nicht so der Bastler, ne? Hier sind Acrylfarben. Dann haben wir hier auch mal heute leere Regale. Ganz selten bei uns, aber ich denke, das wird... Ach, das sind die ganzen Leinwände. Wo normalerweise ganz viele Leinwände hier, so Keilrahmen und sowas. Das ist gerade momentan leer. Dann sind hier so Stempel. Mein ganz süße Stempel. Schaut mal, was da für süße Stempel sind. Aber ich werde unscharf, wenn ich in meiner Hand da immer reinkrame. Textilmarker, also ich denke, das sind dann so für
Ja, zum Beschriften von Pullis. Voll cool, oder? Für 2,22 €. Und was gibt's denn hier noch alles? Ja, Knöpfe. Wenn man solche Knöpfe braucht, ne? So ein ganzes Pack für 1,61 €. Da gibt es so viel, so Perlen, Knöpfe, solche Kristalle, ganz viele verschiedene, auch nicht teuer. Dann ist das, glaube ich, so selbstklebende Folie. Das kann man, glaube ich, auf T-Shirts oder so, habe ich das mal gesehen. Solche Klammern für 2,55 €. Hobbystrass, also so viele Bastelsachen. Richtig, richtig schön. Und dann Kleber. Und dann solche, keine Ahnung, kenne mich da ja nicht aus, Kristallbastelsteine, also ganz viel Kleinzeug, Glitzer glaube ich da auch, ja, schaut's da. Ganz, ganz viel was ist denn das? Hobby-Backton, okay, in verschiedenen Farben und auch nochmal größer hier. Also ich versuche euch das jetzt hier alles so langsam wie möglich und so interessant wie möglich rumspringen. Das ist ja cool, so ein Kleber, der von selber klebt, so langsam und so schnell wie möglich zu zeigen. Gar nicht so einfach. Und dann gibt es halt so ganz viele Malbücher, das sind Malbücher für Erwachsene, Mandalas. Und dann gibt es immer noch auf der anderen Seite, das zeige ich euch später, nochmal eine Ecke, wo eher was für Kinder ist. Das ist ja, glaube ich, jetzt eher so Basteln für Große, ne? Kann man das so sagen? LED-Print. Okay. Ja, also ihr seht ganz, ganz, ganz viel. Das ist ja auch mal so beliebt. Das sind so. Nee, das sind auch Malbücher. Das ist das Papier, wo immer so beliebt ist. Wo ich immer nie verstehe, oder? Nee, das da. Wo ich immer nie verstehe, was man damit macht. Ja, das da, das sind verschiedene Blöcke und sowas. Aber ich habe da ja. Ich bin, ihr wisst, ich bin nicht so der Bastelkönig. Aber ich zeige es euch natürlich gerne und ich gehe auf eure Wünsche gerne ein. Also wenn ihr auch irgendeinen Wunsch habt, was ich euch genauer zeigen soll, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, wir laufen jetzt mal weiter. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen einen guten Eindruck euch geben von der Bastelecke. Was ich brauche, ist fürs Spielzimmer so ein Papiereimer. Aber das mit Hello Kitty gefällt mir nicht. Ich muss mal da hinten schauen. Ich glaube, da hinten ist noch ein anderer. Da ist auch noch ein anderes Motiv. Ich kram da mal schnell rum. Aber der kostet, das ist nämlich der Drahtgeflecht. Was der kostet? Ah, hier mit Lizenz 1,55 €. Also für einen Papierkorb-Eimer. Richtig cool, oder? Jetzt muss ich irgendwie nur da hochkommen. Jetzt kann ich mich gerade nicht entscheiden, welchen ich nehmen soll. Den hier mit den Prinzessinnen. Es gab auch Jungen-Eimer übrigens. Oder den mit Mickey Maus. Ich weiß nicht. Welchen findet ihr schöner? Was hier auch mega praktisch ist, was ich auch mitnehmen muss, sind solche Ordner. Die kosten halt einfach nur 97 Cent. Und ich habe das vor, dass die Mädels, die haben, bringen so viel, oder die malen auch so viel, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Und das ordne ich jetzt einfach in so Ordner ein. Ja, und die sind hier, es gibt ganz verschiedene Varianten und Motive. Und da auch noch so dünnere. Aber ich nehme jetzt einfach ganz normal die. Die können sie ja dann bemalen oder so, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das zum Bastelzeug gehört, aber ich dachte mir, ich zeige euch das mal langsam mit. Weil ja so viele geschrieben haben, ich soll die Bastelabteilung zeigen. Und hier gibt es, das ist eigentlich keine Bastelabteilung, das ist eher so Schreibkramzeug, ne? Muss mal schnell hier vorbei. Ja. So Mäppchen und Stifte. Ja, ihr seht es ja. Keine Ahnung. Malbücher. Ich bräuchte einen Adventskalender, sage ich schon, einen Kalender für 2021. Ach, schaut, da gibt es sogar sowas hier. 2,99 € und mehr haben die gerade gar nicht, oder? Das kommt dann wahrscheinlich erst noch. Ne, da sind auch noch welche. Ah ja, super. Jahreskalender 2,39 €. Ich schreibe mir nämlich das immer alles auf, aber mittlerweile auch aufs Handy. Ah, da gibt es auch so kleine. Schaut, ich muss ein bisschen weiter weg, gell? Ich versuche immer ein bisschen weiter weg und dann, dass ihr das so möglichst gut seht. Spitzer, Radiergummi. Sowas verliert mir mein Kind die ganze Zeit. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Radiergummi ich schon neu gekauft habe, aber kennt ihr das bei Kindern, dass die das alles verlieren? Was ist denn das? So eine Manschette. Ja. Schaut mal, wie cool ist das denn? Ich habe jetzt gerade eine Tesarolle, weil sowas braucht man halt immer. Und Klebeband, ne? 60 Cent. Das hier gesehen, Magnetklebebandroller steht hier. Das ist doch was Interessantes. Für einen Kühlschrank oder so, dann kannst du deine Magnete dahin machen. Und für 89 Cent. Finde ich irgendwie voll cool. Ja, und Tesa-Abroller gibt es ja auch.
Sowas suche ich auch noch, so einen Schreibtischorganisierer. Also für einen Schreibtisch im Spielzimmer habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Aber der gefällt mir jetzt nicht. Das sieht nicht schön aus. Mal schauen, ob ich was anderes dafür finde. Hier gibt es auch ganz viele Küchenutensilien, egal was ihr da sucht. Zum Beispiel so ein Reibding hier, Raspel nennt sich das, einmal in schwarz. Das schaut sehr edel aus. Oder ganz normal die Classic-Variante. Ein Kräuterkarussell, ein Bambus-Spice, was weiß ich. Das nachgemachte Nicer-Dicer-Ding. Naja, ob das dann halt so scharf ist, das weiß man nicht. Aber immerhin kostet es nur 8,76 Euro. Könnte man ja mal ausprobieren. Ihr wisst, ich habe den Original Nicer Dicer und ich liebe ihn. Und vergesse ihn immer häufig. Oh, was ist denn das? Ein Pizzaschneider. Wie cool sieht der denn bitte aus? Ja, also auch ganz viele Küchensachen. Hier ein Mehlsieb oder auch ganz normale Siebe. Ganz viele schöne Bretter. Man, das sieht so schön aus. Oder? Und 6,98 Euro, gell? Und schaut mal, wie hochwertig das eigentlich aussieht. Solche Schiefernplatten. Was ist das? Besteckkasten ausziehbar. Hier einmal. Pfannen haben die natürlich auch ganz viele. Wie man sehen kann. Der Gang ist lang. Ja. Es geht auch gerade. Deswegen kann ich euch relativ gut alles abfilmen, weil es nicht so voll hier gerade ist. In der Weihnachtszeit gar nicht mal so einfach Zeiten zu finden, wo nicht zu viel los ist. Mein Gott, so kleine Kuchenfirmen. Blech. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach, also für den Schreibtisch, für Spielzimmer irgendwie so, wo man die ganzen Stifte und sowas reintun könnte. Das könnte man jetzt zum Beispiel nehmen. Na, wisst ihr, wo man die einfach reinschmeißt und gleich greifbar sind. Oder so einen Korb könnte man ja auch nehmen. Sieht aber nicht ganz so schön aus. Ich habe da richtig schöne schon zu Hause, aber die, das ist auch immer ganz wichtig, ne? Wenn ihr bei Action seid, wenn euch was gefällt, das könnte man ja auch nehmen. Dann stehen die halt hochkant drinnen, ne? So ein kleiner Mülleimer. 68 Cent. Ich habe die, was wollte ich sagen? Nein, wenn ihr was bei Action findet, dann nehmt es gleich mit, weil das wird dann weg sein, wenn ihr es dann wieder haben wollt. Ne? Kennt ihr sowas? Auf jeden Fall das hier habe ich mir gedacht. Die habe ich aber ein bisschen größer, aber da passt ja kein Stift rein. Das ist ja ein bisschen zu klein, aber anderer Kleinkrusch, ne? Gibt es da hinten, sehe ich auch in rosa. Auch voll schön. Ja, und solche, also wenn ihr Ordnung machen wollt, ne, im Keller und so, Corona-Zeit, da ist man ja viel zu Hause und immer mal wieder in Quarantäne. Ich kriege es ja bei uns selber mit. Da könnt ihr dann hier die ganzen Schachteln kaufen und dann könnt ihr euren Keller, euer Dachboden und alles mal ordentlich sortieren. Hier gibt es nämlich ganz, 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 ganz viel davon, wie ihr sehen könnt. Und dann sind wir nämlich schon bei den Tupperdosen. Ja, aber ich muss jetzt trotzdem mal schauen, was ich jetzt für die Stifte hole. Ich bin immer noch in der Stifteabteilung, ihr merkt es. Aber ich habe mir gedacht, das wäre ja vielleicht auch was, wo man dann die ganzen Stifte reintun kann und dann kann man diese Schublade wieder zumachen. Aber die Farben gefallen mir nicht. Und das gibt es auch noch einmal in ganz groß. Ja, solche Dinge gibt es echt viele hier. Aber auch schön, ne? Also vielleicht fürs Bad eher so in Rattan. Rattan ist das auch größer, aber das ist doch auch nicht größer. Wo ist das da? Ja, ich suche mal. Und da steht es nochmal. Schaut mal, was ich jetzt gerade gefunden habe. Das ist so eine riesen Box. Ich hoffe, ich kann das euch mal zeigen. Jetzt ist es zu. Schaut mal, so ein Ding, so ein Riesenteil. Zum Sortieren von, ich weiß nicht, Weihnachtskugeln? Naja, jeder passt eine Kugel drin rein oder zwei Kugeln. Riesig. Schaut mal, wie süß. Ein Bubble-Waffelmaker. Da kann man diese coolen Waffeln, wo es immer sonst in Einkaufszentren gibt, selber machen. Aber macht man sowas zu Hause? 13,95 kostet der. Aber ich weiß nicht, ob man sowas zu Hause macht. Und was mir noch aufgefallen ist, ist hier so Spritzbeutel, falls ihr sowas braucht. Da steht jetzt Küchenwecker, aber ich denke, das ist der Küchenwecker. Zweimal Küchenwecker, keine Ahnung, aber der wird auch nicht viel kosten. Ja, voll cool. Das Bubble-Ding hat mich jetzt echt irgendwie inspiriert. Wäscheständer gibt es hier auch übrigens, falls ihr einen Wäscheständer braucht, ne? Für 7,59 Euro. Wäscheständer. Schaut mal, was es hier noch gibt. Ah, voll schön. Ja, wir haben ja unser Gästeklo jetzt neu, deswegen interessiert mich jetzt gerade Klobürstenhalter. Ich suche auch so einen Abroller, also wo man halt das Toilettenpapier drauf tut, aber da haben die jetzt nur das da. Und das ist jetzt nicht so meine erste Variante. Naja. Und hier gibt es auch diesen, der wird ja auch gerade so gehypt, da kommt der dann Schaum raus, ne? Dieses
Dann macht man Seife und dann kommt da bis da oben Wasser und dann drückt man da drauf und dann kommt anscheinend Schaum raus. Und wenn man den ganzen Influencern glauben kann, dann funktioniert das auch. Und ich glaube, dem kann man glauben, weil das jeder selber bezahlt hat. Ja. Und was ist da noch? Oh, ein Badekissen gibt es hier noch. Alles klar. Ja, aber trotzdem kein Toilettenpapierabroller. So, was ich mir vorstelle. Aber Kosmetikeimer, falls ihr einen neuen Kosmetikeimer braucht. Oder große Mülltonnen oder sowas gibt es hier auch. Was kostet so eine große Mülltonne? 6,77 Euro. Okay. Oder 8,76 Euro für so einen Petaldrehteimer. Oder so. Ein ganz großer Eimer. Ja, und Mülltüten und sowas gibt es hier ja auch allerhand. Und wer jetzt noch nicht alles weihnachtlich dekoriert hat, dann müsst ihr schnell zur Action gehen. Noch gibt es ein paar Sachen. Hier zum Beispiel solche Lichterketten oder diese Kugeln. Ich finde, die sehen so schön aus. Aber es wird schon weniger. Ich glaube, später, wenn wir in der Dingabteilung sind, dann wird es weniger aussehen. Aber ich sehe gerade einen wunderschönen Teppich. Das sieht aber echt cool aus. Eine Freundin von mir hat mich auf dieses Gestrüppteppiche gebracht. Und irgendwie finde ich selber voll schön jetzt. Erst habe ich sie ausgelacht und jetzt finde ich sie... Jute heißt es, ein Jute-Teppich. Oh, der sieht echt schön aus. Wo könnte ich denn den hinlegen? Vielleicht ins Spielzimmer, hm? Wo sollte da nicht so ein kuscheliger eher drin liegen? Aber da gibt es auch Teppiche zum Beispiel. Schaut's mal. Aber Teppiche, hier, Teppiche, irgendwas. Aber ja, gut. Aber so fürs Spielzimmer? Oh, cool. Ich muss mir diesen Teppich jetzt nochmal anschauen. Schaut mal. Ich habe euch das Bild noch gar nicht richtig gezeigt. Der macht sich doch bestimmt irgendwo ganz gut. Ich glaube, ich nehme den jetzt einfach mal mit. Mega viele Kuscheldecken gibt es hier auch. Also ich habe so viele zu Hause, aber ich habe jedes Mal das Bedürfnis, noch eine zu kaufen. Findet ihr das? Schrecklich. Ganz, ganz viele. Das sieht ja aber auch schön aus. Pflanzständer. Oh, das sieht schön aus. Richtig edel. Gibt es auch noch ein paar Pflanzen. Ach, das finde ich ja auch noch so geil, oder? Das würde ja auch gut sich in meinem Bad machen. Wenn das nur nicht... Oh, 13,95, aber das ist die Orchidee. Das ist gar nicht die hier. Man sollte nicht so geizig zu sich selber sein, ne? Also das ist eine Blume, die immer hält. Ich glaube, ich will die mitnehmen. Jetzt schauen wir noch, was es da noch sonst gibt. Ja, richtig schöne Deko. So süßen Kakteen. Ich muss echt mal aufhören, immer so geizig zu sein, ne? Immer will ich sparen und dann bereue ich zu Hause, dass ich es nicht gekauft habe. Man lebt nur einmal, ne? Wisst ihr Bescheid? Das habe ich euch ja schon 100 Mal gezeigt. Oh, da gibt es auch neue Schüsseln. Ich sag ja im Action, es gibt ständig was. Oh, sind die schön. Es gibt ständig irgendwas Neues. Ich kann hier wöchentlich rein. Ich bin ja wahrscheinlich auch schon Stammgast. Also ich bin hier echt schon Stammgast. Und heute ist mein Wagen auch schon wieder übelst überfüllt. Übrigens, das, was ich dann alles gekauft habe, habe ich das eigentlich heute schon gesagt? Naja, ist ja auch geil. Jetzt sage ich es euch. Zeige ich euch dann ganz in Ruhe zu Hause. Dann gibt es ein extra Video dazu. Weil das hier, das Video soll ja eigentlich eher dazu dienen, dass ihr mal seht, was es eigentlich hier alles Tolles zum Kaufen gibt. Genau. Also, was ist Neuheiten? Ich kann ja nicht alles kaufen. Ich könnte, ja. Dann wäre ich arm. Wäre schon 2 Jobs. Ich habe 2 Jobs, damit ich mir Action-Shoppen leisten kann. Aber der andere gefällt mir ja auch gut, gell? Aber ich habe den Teppich jetzt eingepackt. Werdet ihr dann wahrscheinlich im Hall sehen, wenn ich das euch abdrehe, wie der Teppich dann sich macht. Ich habe da nämlich schon voll die gute Idee. Die Trolleys gibt es übrigens immer noch. Wir haben ja den in Weiß und das haben ganz viele gesagt, bei Ikea sind die viel, viel, viel teuer. Und wir haben da ein Schnäppchen gemacht, also für 19,99 und sie sind immer noch da. Wer eine Schneeschaufel noch braucht, hier für 4,79 einen Schneeschieber. Ja, das ist mein Wagen. Ich glaube, heute eskaliere ich. Ich bin noch nicht mal annähernd durch, Leute. Und mein Wagen füllt sich und füllt sich. Und ich denke, ah, das ist schön und das ist schön. Und das könnte da gut passen. Und das könnte da gut passen. Läuft bei mir. Aber wir sind mal gespannt, was ich heute ausgeben werde. Der Wagen, der sieht furchtbar aus. Heftig. Ja, jetzt sind wir hier so bei der Kerzensing. Ich gucke mal, ob ich da irgendwas gebrauchen könnte. Ja, im Winter ist ja Kerzen doch immer sehr schön. Hier gibt es sogar so einen elektrischen Aromadiffuser. Sehr cool. Ja, und ganz große Kerzen, Teelichter, jede Menge. Ich weiß gar nicht, ob ich auch jemals schon auf die Kleidung von den Damen eingegangen bin. Ich glaube noch nicht. Auf jeden Fall schwärmt meine Arbeitskollegin davon. Genau, die schaut die Dinger in ganz vielen Varianten. Da ist mit so einem, wie nennt man das? Ihr wisst schon,
Wie nennt man denn das nochmal? Oh, mir fällt es nicht ein. Wie nennt man das? Das hat einen Namen, wenn das so Dingsbums ist. Auf jeden Fall schwärmt die da total davon. Das sind einfach solche Basic-Tops. Und die sagt, die sind so, so gut. Ja, ich habe es immer noch nicht ausprobiert. Ich habe ja immer die vom Primark. Aber wollte ich euch einfach mal so mitteilen. Das ist... Die Socken übrigens von hier sind sehr gut. Da habe ich ja das letzte Mal auch welche mitgenommen. Für die Kinder übrigens. Sehr, sehr, sehr gut. Bin war begeistert. Hier fängt noch ein bisschen, ist noch ein bisschen Weihnachtsdeko. Aber das wird jetzt immer weniger und weniger, glaube ich. Ach, das sieht ja auch so schön aus. Also, mein Wagen ist schon so voll. Ich könnte heute kaufen ohne Ende. Ja, dann gehen wir mal wieder zu den nützlichen Sachen, weil da brauche ich auch einiges. Das wird heute ein XXXL Live-Vlog-Haul und ein XXXL-Haul dann, ne? Ihr wisst Bescheid. Was ich halt so cool finde, hier sieht dann auch noch alles so schön gemacht aus. Das ist einfach nur so ein Fensterabzieher ab aus, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So ein Fensterwischer, ach, was weiß ich, wie das heißt. Belichtung im Fokus wurde festgelegt. Was habe ich denn da jetzt eingestellt? Jetzt muss ich mal meine Einstellung mal kurz checken. Auf jeden Fall, wenn du den irgendwo hinhängst, sieht der doch voll cool aus. Passend dazu gibt es natürlich auch noch. Guck mal, wie süß die aussieht. Die Spülbürste. 99 Cent, was ist das? Ah, das ist ja cool, eine Silikonspülbürste. Schaut bitte nicht auf meine Fingernägel. Ich weiß, ich habe es nicht mit dem Lackieren und irgendwie lackiere ich und nach einem Tag sieht das schon so aus. Deswegen habe ich keinen Bock. Abtropfunterlage, solche Dinger gibt es hier auch. Solche Dinger, ja, ihr versteht mich, gell? Ich erkläre euch alles ganz genau. Powerschwamm, das sind doch diese, ihr wisst schon, Zauberschwämme, oder? Würde ich jetzt sagen. Voll cool. Solo, was gibt es da noch? Küchholz, Halstücher. Ganz, ganz, ganz viel. Handschuhe, die waren auch mal günstiger. Ich glaube, wir haben sie mal für 4 Euro gekauft. Corona-Zeit kosten sie 11,95 €. Aber ich glaube, das habe ich euch schon mal mitgeteilt. Aber gut, da können die nichts dafür, sondern das ist die momentane Situation gerade. Fensterschaber. Ach, das ist gar kein... Ich dachte, das ist ein Ceranfeldschaber. Das ist ein Windowschaber. Nein, wenn man Kunstschnee oder so jetzt an seinen Fenstern hat, ne, dann ist das vielleicht ganz praktisch. Ansonsten, weiß ich nicht, ist da so viel Dreck? Ich habe ja so den elektrischen Fensterwischer. Gibt es also so Staubsauger oder wie das heißt? Das ist voll cool eigentlich. Ja. Die Putzmittel finde ich auch mal voll interessant. Hier gibt es zum Beispiel auch einen Aufkleberentferner, ne? Wenn ihr eure Kinder alles vollkleben. Hier habt ihr das Gegenmittel dafür. Ein Ofenreiniger. Da habe ich jetzt einen anderen, da bin ich begeistert. Da teste ich jetzt nichts anderes mehr aus. Putzsteine. Ja, keine Ahnung, was ist das? Ist das ein Entkalker, oder? Kalkreiniger. Das könnte ich mal mitnehmen. Für 87 Cent. Sollen wir es mal ausprobieren? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Rohrreiniger. Das ist auch ein Blocker Rohrreiniger. Silit Bang. Dann auch wieder von Marken. Übrigens, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Den habe ich ja zu Hause und der ist sehr, sehr, sehr gut. Kann ich euch auch empfehlen. Dieses Blue Wunder. Da gibt es ja noch Blue Wunder Allesreiniger, Blue Wunder Kalkreiniger. Die habe ich noch nicht getestet, aber diesen Fettreiniger sehr, sehr, sehr gut. Und für 1,99 € kannst du ja fast nichts falsch machen, ne? Wenn ihr so einen Staubwedel sucht, die sind hier auch mega günstig. Da gibt es so ein Dings mit 5 Teilen dazu. Kennt ihr ja bestimmt von einer anderen Marke. Die andere Marke steht hier. Ja. Und das gibt es einmal für 67 Cent und einmal für 4,33 €. Entscheidet selbst. Also wie ihr seht, die Weihnachtsabteilung ist jetzt ein bisschen abgegrast schon. Aber ist ja auch klar, weil bis jetzt müsste jetzt langsam jeder seine Weihnachtssachen haben. Hier ist nur so voll, ich kann das euch gar nicht so richtig ganz zeigen, aber man sieht, es ist immer noch was da, aber ups, es sind schon viele Fächer einfach auch leer. Ganz viele Badehandtücher gibt es hier natürlich. Badehandtücher? Handtücher? Mein Gott. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich muss es euch ganz komisch sagen. Ja, ich überlege gerade, ob ich welche mitnehmen soll für unser neues Bad. Jetzt habe ich schon eine neue Klobürste mitgenommen, eine Blume. Jetzt könnte ich auch noch irgendein schönes neues Handtuch mitnehmen. Aber ich weiß gar nicht, welche Farbe. Übrigens sind die nicht teuer, ne? Hier sind die etwas hochklassigwertigeren für 5,16 Euro. Da sind so Waschlappen für 37 Cent oder 73 Cent zum Gästehandtuch. Normale Größe 1,74. Ja, und dann geht es hier weiter. Ich habe ja die hier zu Hause, die hätte ich jetzt gerne, aber die gibt es nur in ganz groß. Weil die Qualität ist der Hammer. Die gibt aber immer mal wieder im Wochenangebot. Also zumindest hat es jetzt schon zweimal im Wochenangebot gegeben. Genau, da kosten sie halt 1 € weniger. Also
wenn man Action weiter weg hat, dann muss man nicht aufs Wochenende warten, Wochenangebot warten. Aber wenn man Action in der Nähe hat, könnte man ja drauf warten. Ne? Ja, und Babyabteilung gibt es ja übrigens auch. Bin ich auch noch nie so drauf eingegangen, weil das halt nicht so meine Abteilung ist. Ich brauche da jetzt nichts mehr, aber es gibt hier auch alles, was es so geben kann, braucht, wie auch immer. Hier sind die ganzen Haargummis, Schmuck gibt es natürlich auch. Hier Haargummis, Haarbürsten, Rundbürsten, ja, alles einfach. Ich glaube, hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Ne? Man sieht schon eine ganz breite, ach, sogar Haarfarben gibt es hier. Selbst Haarfarben, einen Föhn. Wer den Föhn braucht, für 9,29 Euro. Ne? Oder was ist noch? Lockeneisen. Ja, das ist ja cool. 7,95. Oder eine Haarglättebürste. Oder wer jetzt nicht ins Fitnessstudio kann, der kann jetzt hier sich sein eigenes Fitnessstudio einrichten. Hier so eine dicke Yogamatte, ne? Für 6,72 Euro. Oder eine dünne für 8,95 Euro. Komisch. Okay. Oder solche Gummibänder hier. Ich weiß nicht, was man damit macht. Ihr wisst, ich mag Fitness nicht so gerne. Oder so ein, weiß ich nicht, Balance-Teil. Tennisbälle. Eine Waage, damit ihr auch mal wisst, wie viel ihr wiegt. Personenwaage, 6,77 Euro. Und wo gibt's sowas? Bei Action. Ich komme mir schon vor wie so eine Werbetante, gell? Leute, ich mache das hier freiwillig und die freiwillig gucken mich die Leute auch immer blöd an, wenn ich hier durch den Laden laufe und euch alles erzähle. Aber das mache ich nur, weil ich weiß, dass ihr das feiert. Hier gibt es übrigens auch ganz schöne Fußmatten. Fußmatten, mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Ja, in ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Und ihr wisst ja, wir stehen immer noch bei Action und es ist immer noch nicht teurer geworden. Was ist denn das? Das ist interessant, gerade wenn es ganz nass ist. Rutschfest, Türmatte. Diese Anti-Slip-Dinger, wenn der Teppich wegrutscht oder andere Sachen nicht wegrutschen dürfen, für 48 Cent. Besen und sowas sowieso gibt es ja auch, ne? schauen wir mal weiter, was es noch so gibt. Es geht gerade, schaut mal. Entweder flüchten die gerade von mir alle oder es interessiert sich hier keiner für die Abteilung, weil hier ist Spielzeug. Ja. Aber ich glaube, das habe ich jetzt euch schon öfters mal gezeigt. Ich will nicht immer das Gleiche, sondern ich will immer auf andere Sachen eingehen. Für Silvester haben die auch schon Deko. Wenn man Silvester feiern darf, das weiß man ja leider noch nicht so ganz. Aber wenn, dann könnt ihr jetzt schon Deko shoppen. Happy New Year! Yeah, endlich ist 2020 zu Ende. Hoffentlich wird 2021 besser. Die Schocke-Abteilung. Ja, so weit bin ich schon gekommen. Und einen Favoriten habe ich schon mitgenommen, aber den Favoriten, den kennt ihr ja eigentlich von mir. Der kommt jedes Mal mit und der ist wirklich saulecker. Das ist der hier. Schaut, das ist auch schon fast ausverkauft. Nur noch so ein paar. Für 95 Cent und das ist sehr, sehr lecker. Aber schmeckt nicht jedem. Habt ihr mir schon öfters geschrieben, ihr habt es ausprobiert und es schmeckt euch nicht. Ich liebe es auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, es gibt halt hier auch andere Sachen, ne? Und immer wieder was Neues. Also ich entdecke hier immer wieder was Neues. Also entweder schaue ich nicht richtig oder die haben halt immer wieder was Neues. Keine Ahnung. Ja. Und ach so, das Bastelkramzeug habe ich euch jetzt. Also das war hinten vorne. Das von den Kindern halt, das Basteln. Vielleicht zeigt es euch beim nächsten Mal. Jetzt bin ich schon bald durch. Oder vielleicht laufe ich nochmal hinter. Und mal schauen. Mal schauen, wie ich lustig bin. Jetzt suche ich mir erstmal noch ein paar. Meine Coloradios. Schaut mal, das ist auch ein sehr schönes Regal, habe ich gerade gesehen. Aber ich weiß gar nicht, wohin ich das stellen könnte. Aber es gefällt mir sehr gut. Es ist auch groß. Ich habe keinen Platz dafür wahrscheinlich. Außer in meinem Büro vielleicht. Ich finde es echt schön. Er hat was, oder? Findet ihr nicht auch mit diesem Holz dann hier so? Und dem Schwarz? Ich finde das so schön. Ihr Lieben, ich bin jetzt schon beim Aldi. Ich bin schon weitergefahren. Hab ganz vergessen, dass ich euch ja live mitgenommen habe. Ja, ich muss jetzt noch beim Aldi noch ein paar Sachen schnell kaufen. Aber das interessiert euch ja nicht. Da könnt ihr in ein anderes Video von mir schauen, wenn euch das interessiert.
Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Live-Einkauf gefallen hat. Mein Kofferraum, der ist am Platzen. Ich bin sowas von eskaliert, Leute. Ich habe so viel gekauft und irgendwann habe ich nur noch eingepackt. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich raus. Ich habe dann auch nicht mehr weitergefilmt. Wie ihr bestimmt bemerkt, dass ich bin dann einfach nur raus. Weil ich dachte mir, ich kaufe den Laden sonst leer. Also es gibt dann einen XXXL-Haul auf jeden Fall noch. Nach dem Video, nach dem Live. Also auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn du mich abonniert. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, du verpasst halt einfach keine Videos mehr von mir. Und über einen Daumen nach oben, wenn euch das Format gefällt, würde ich mich auch riesig freuen. Ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Danke fürs Zuschauen. Ciao!